Große Hauptbahnhöfe. Sie sind zentrale Knotenpunkte im Netz, wichtige Anlaufpunkte der Städte und meist vor allem eines, sehr voll. Doch welche Hauptbahnhöfe sind eigentlich die meistgenutzten? Dieser Frage wollen wir in diesem Video auf den Grund gehen und uns die 10 meistfrequentierten Hauptbahnhöfe Deutschlands auf Basis der Fahrgastdaten von 2019 anschauen. Viel Spaß! Platz 10 belegt der Hauptbahnhof der Ruhrstadt Essen, gelegen in der Mitte des Ruhrgebiets. 152.000 Reisende täglich konnte der Bahnhof im Jahr 2019 zählen. Neben bis zu 200 täglichen Fernzügen halten hier viele der wichtigsten Regionalexpresslinien Nordrhein-Westfalens sowie 5 S-Bahn-Linien auf insgesamt 13 Bahnsteiggleisen. Platz 9 führt uns nach Bayern, genauer in den Hauptbahnhof der Frankenmetropole Nürnberg, der sich mit seinen 21 Bahnsteiggleisen über eine recht große Fläche erstreckt, dabei aber vor allem dadurch auffällt, dass er keinerlei Bahnsteighalle oder dergleichen besitzt. Dennoch traf man hier im Jahr 2019 täglich 210.000 Reisende an, denen nicht nur viele Fernzüge, sondern selbstverständlich auch etliche Regionalzüge und alle Linien der S-Bahn Nürnberg zur Verfügung standen. Platz 8 wirft uns zurück nach Nordrhein-Westfalen, genauer nach Düsseldorf Hauptbahnhof, dem ersten Bahnhof unserer heutigen Liste mit Bahnsteighalle. Hier traf man im Jahr 2019 knapp 250.000 Reisende an, denen selbstverständlich auch hier etliche Fernregional- und S-Bahn-Züge zur Verfügung stehen. Insgesamt besitzt der Bahnhof 16 Bahnsteiggleise. Platz 7 ist erstmals ein Kopfbahnhof. Nun, zumindest noch. Und damit sollte jedem klar sein, dass es sich um den Stuttgarter Hauptbahnhof handelt. Der sich im Umbau befindende Bahnhof bringt es derzeit auf 16 Bahnsteiggleise im Kopfbahnhof und 2 in einem separaten Tiefbahnhof für die S-Bahn. Insgesamt konnten hier im Jahr 2019 255.000 Reisende pro Tag gezählt werden. Platz 6 ist wieder ein Bahnhof ohne Bahnsteighalle. Er befindet sich in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover und verfügt über 12 Bahnsteiggleise. Er brachte es im Jahr 2019 auf 261.000 Besucher täglich. Platz 5 ist einer der 2 nach meinen persönlichen Erfahrungen vollsten Bahnhöfe Deutschlands. Es handelt sich um den Hauptbahnhof der Stadt Köln, unserem 3. NRW-Kandidaten heute, der auf nur 11 Gleisen täglich 318.000 Reisenden dient. Er sticht vor allem auch optisch heraus, immerhin liegt er nicht nur direkt am Ende der Hohenzollernbrücke, sondern auch in direkter Nachbarschaft zum Kölner Dom. Platz 4 ist unser jüngster Kandidat heute, denn es handelt sich um den erst 2006 eröffneten Berliner Hauptbahnhof, der als Turmbahnhof in der Mitte der deutschen Bundeshauptstadt den Fahrgästen zur Verfügung steht. Dass er es nicht in die Top 3 geschafft hat, liegt wohl vor allem an der sehr pluralistischen Verkehrsknotenaufteilung Berlins infolge der deutschen Teilung. Infolge derer neben dem Hauptbahnhof noch etliche weitere Knoten, ebenso wie weitere Fernbahnhöfe in der Stadt existieren. Zurück zum Hauptbahnhof, der mit 6 ober- und 8 unterirdischen Gleisen aufwarten kann und 329.000 Reisende täglich aufweisen konnte. Wir begeben uns in die Top 3 und kommen zu Platz 3, einem Kopfbahnhof und auch gleichzeitig dem Bahnhof in unserer heutigen Top 10 mit den meisten Gleisen. Der Münchner Hauptbahnhof bringt es nämlich einschließlich der sogenannten Holzkirchener und Starnberger Flügelbahnhöfe auf 32 oberirdische Gleise, zu denen sich darüber hinaus noch 2 Gleise an einem unterirdischen Tiefbahnhof gesellen. Damit bringt er es täglich auf 413.000 Reisende.
Lange Zeit gleich auf mit dem Münchner Hauptbahnhof, inzwischen aber auf Platz 2 emporgestiegen, ist der Hauptbahnhof der Stadt Frankfurt am Main, der mit 25 Ober- und 4 unterirdischen Gleisen ebenfalls bemerkenswert viele Gleise besitzt. Aufgrund seiner Lage in der Mitte Deutschlands ist er vor allem auch ein wichtiger Umsteigepunkt. Er brachte es im Jahr 2019 auf 493.000 Reisende täglich. Das sind nur mal zum Vergleich dreimal so viele, wie es beim Essener Hauptbahnhof auf Platz 10 der Fall waren. Platz 1 ist seit Jahren unangefochten der Hamburger Hauptbahnhof mit 537.000 Reisenden täglich, die sich dabei auf nur 12 Gleise verteilen müssen. Wie voll es dadurch wird, brauche ich wohl jedem, der schon einmal in Hamburg war, nicht erklären. Und in der Hansestadt Hamburg endet dann noch unsere heutige Reise. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.